Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Mittelerde Fight Clubs. Der ersten Folge für heute. Später kommen natürlich noch die Let's Play Folgen von Hidden, von The Trail of the Agents, von Mount Blade und von The Lord of the Rings Adventure Card Game. Ja, heute im Mittelerde Fight Club gehen wir auf einen Kampf ein, den ich mal wieder, mich inspirieren habe lassen von dem Forum, also von dem Edermod Modding Union Forum. Da beim letzten Mal hatten wir nämlich einen Wunsch aus den Kommentaren. Das war beim letzten Mal ein End gegen einen Troll. Und ja, heute ist es auch ein klassischer Gut gegen Böse Kampf. Den einen Charakter hatten wir schon mehrfach. Den anderen Charakter hatten wir in diesem Format noch gar nicht. Und zwar geht es um den Kampf zwischen Feanor und Sauron. Wie immer gehen wir alphabetisch vor. Das heißt, wir fangen mit Feanor an. Das ist auch der Charakter, der in diesem Format noch gar nicht vorkam. Bei Feanor muss man ein bisschen weiter ausholen, also jetzt nicht zu weit, es ist ja der Mittelerde Fight Club, es geht ja nur um die kämpferischen Fakten. Aber kämpferisch ist es bei ihm nicht viel, kämpferisch ist es bei beiden nicht besonders viel. Deswegen bei Feanor muss man ein bisschen weiter ausholen. Feanor ist ein Noldor, einer der mächtigsten Noldor. Und auch einer der, ich weiß nicht, ob er einer der ersten ist, die geboren wurden. Ich meine schon, ich könnte es aber jetzt nicht hören. Feanor ist der geschickteste Noldor. Er hat sehr viele Sachen erschaffen. Zum Beispiel die Palantiri. Zum Beispiel die Simmaril. Die Simmaril sind natürlich sein größtes und wichtigstes Werk. Zum Beispiel die Schrift Tengvar. Oder auch die Feanorischen Lampen. Feanor ist für einen Elben ein sehr interessanter Charakter, weil auf der einen Seite ist er der klassische Elb. Er ist sehr hochgewachsen, er ist sehr stark, wie gesagt, der geschickteste unter ihnen. Auch sehr begabt, was das Sprechen angeht. Auf der anderen Seite ist er elbenuntypisch. Bei Feanor gibt es sehr viele Charaktereigenarten, die nicht so ganz zum Elben passen. Zum Beispiel ist er überaus stolz. Er nimmt nie Rat oder Hilfe an, also wirklich nie, höchst selten. Er ist neidisch in gewisser Weise. Er hat zum Beispiel zwei Halbbrüder, das waren einmal Fingolfin und einmal, aber im zweiten weiß ich gerade den Namen nicht. Auch was mit F, kommt mir gerade der Name nicht. Und auf die ist er neidisch. Das hat teilweise mit Morgoths Einflüsterungen zu tun. Er war auch der, der Morgoth als erstes so genannt hat. Also nicht als Melkor, sondern als Morgoth. Er ist auf sie neidisch, weil er denkt, sie wären besser als er. Im Sinne von Fingolfin zum Beispiel ist definitiv kräftiger als er und kampferprobter als er. Und der andere Halbbruder, also sind vom gleichen Vater, von Finwë, aber von einer anderen Mutter, ist zumindest, er ist besser gelaunt. Das heißt, er hat ein bisschen ein geduldigeres Gemüt und ist ein bisschen beliebter. Und Feanor mag das nicht. Feanor verachtet seine Halbbrüder, beziehungsweise er kann sie einfach nicht leiden, genauso wie seine Stiefmutter. Seine richtige Mutter ist gestorben, kurz nach der Geburt von Feanor, was er sehr betrauert hat. Und durch diese Abneigung gegenüber seinen Halbbrüdern und die Lügen, die Morgoth damals als Gefangener in Valinor verbreitet hat, war es Feanor, der als erstes Waffen geschmiedet hat in Valinor. Auch derjenige, der gerade mit Fingolfin hat er sich sehr oft, sagen wir, gestritten. Und wenn ich gestritten meine, dann meine ich heftige Streitereien, so weit bis zu Fastkämpfen. Also er hat zum Beispiel auch mal die Waffe gezogen und Fingolfin direkt bedroht.
Was für eine Waffe Feanor führt, ist tatsächlich nicht bekannt. Ich gehe aber von einem Schwert aus, also da weiß man auf jeden Fall, dass er ein Schwert gezogen hat. Rüstung weiß ich jetzt auch nicht. Aber da er, wie gesagt, der geschickteste Noldor ist, der geschickteste Schmied ist, gehe ich schon davon aus, dass er eine Rüstung getragen hat. Das ist natürlich für den Kampf später wichtig. Ja, nach dem Raub der Simmeril, also da gab es eben ein großes Fest, da haben sich zum Beispiel auch Feanor und Fingolfin versöhnt. Und dieses Fest hat eben Morgoth ausgenutzt mit Ungoliant, eine Kackfolge gerade, ich bin gerade voll durcheinander, um Feanors Vater, also Finwë, zu töten und die Simmeril zu stehlen, ist Feanor sehr zornig geworden, hat die Noldor aufgerufen, sich von den Valar abzuwenden und ihm nach Mittelerde zu folgen, Morgoth zu verfolgen. Viele Noldor sind dabei mitgekommen, auch Galadriel zum Beispiel. Sie haben einen Eid geschworen, dass sie den Dieb der Simmeril überall hin verfolgen, egal wer es ist, egal ob es Valar ist, ob es ein ungeborener Mensch ist, ob es anderer Elb ist, dass sie auf jeden Fall den halt finden und töten und die Simmeril zurückholen. Und dieser Schwur war sehr verhängnisvoll, sagen wir es mal so. Dann kamen sie eben ans Ufer. Also Valinor ist ja eine Insel und sie brauchten Schiffe, um rüberzukommen nach Mittelerde, um Morgoth zu verfolgen. Da gab es ja die Teleri. Die Teleri wurden erst gebeten, dass sie ihnen doch Schiffe zur Verfügung stellen und haben sich geweigert. Da kam es dann zum ersten Sippenmord. Feanor hat den angeordnet, als sie ihm nicht helfen wollten, seinen Leuten nicht helfen wollten, hat er sie angegriffen. Die haben die Teleri abgeschlachtet, weil die Teleri waren erstens weniger geübt im Umgang mit Waffen als die Noldor und zweitens auch zahlenmäßig weniger. Und dann haben sie eben die Schiffe genommen und sind nach Mittelerde gesegelt. Da ist was weiteres, was Feanor richtig asozial eigentlich gemacht hat. Er hat seinen Bruder Fingolfin, seinen Halbbruder, zurückgelassen, weil die Schiffe reichten nicht für alle, für die ganze Streitmacht. Und er ist einfach losgezogen mit seinem Heer, hat Fingolfin im Stich gelassen. Fingolfin musste den Landweg nehmen, wo viele umgekommen sind, den auch Galadriel genommen hat. Und hat dann, als sie mit Leer ankam, die Schiffe auch verbrannt. Was damals auch Fingolfin gesehen hat, weil damals die Welt noch eine Scheibe war. Ja, sie wurde im Laufe der Zeit rund, aber damals war es noch eine Scheibe. Und Mittelerde ist eigentlich nicht mehr viel zu Feanor. Da kamen sie dann eben die zweite große Schlacht von Beleriand, die Schlacht bei den Sternen. Bei der ersten großen Schlacht waren die Noldor noch nicht zurückgekehrt, deswegen war ihr erster Einsatz quasi in der zweiten Schlacht, die sie gewonnen haben, gegen einen Orkheer, meine ich. Morgoth hat versucht, die frisch ankommenden Noldor zu überraschen mit einem Erdbeben und einem Orkheer. Die haben aber das Orkheer geschlagen. Und hier ist wieder mal von Feanor etwas sehr Klassisches. Sie haben eigentlich gewonnen, haben aber die fliehenden Orks verfolgt und wurden dabei immer weniger. Weil die meisten haben natürlich irgendwann gedacht, okay, wir ziehen uns zurück, wir haben den Kampf gewonnen, es passt. Aber nicht Feanor. Feanor ist mit einer kleinen Gruppe immer weiter vorgestoßen Richtung Angband, weil er unbedingt die Verfolgung aufnehmen wollte, weil er unbedingt jetzt Morgoth erledigen wollte. Er wusste natürlich nichts von Angband, aber trotzdem, sie sind den fliehenden Orks gefolgt und kamen dann in einen Hinterhalt von den Balrogs, unter anderem Gothmog, dem Herrn der Balrogs. Und da ist Feanor dann gestorben. Er ist eben in den Hinterhalt geraten mit wenigen Männern, oder ich glaube sogar fast alleine, und konnte sich der Feinde nicht erwehren. Er hat viele erschlagen, er war ein guter Kämpfer, aber es waren einfach zu viele und wie gesagt, Balrogs. Und da ist er tödlich verwundet worden. Seine Söhne, er hat 7 Söhne insgesamt, konnten zwar verhindern, dass er während diesem Kampf stirbt, aber auf dem Rückzug ist er dann gestorben. Und hier ist noch was Interessantes. Feanor hat kein Grab. Kein Grab, weder ein Hügelgrab noch sonst was, weil nach seinem Tod ist sein Körper von innen heraus zu Asche verbrannt
Und ja, aufgrund eben der Tatsachen, dass er zum Beispiel als erstes Waffen geschmiedet hat, aufgrund der Tatsachen, dass wegen dem Sippenmord durfte er auch nach Valinor nicht zurück. Also er durfte schon zurück, aber im Gegensatz zu anderen berühmten Elben, wie zum Beispiel einem Glorfindel, wurde er nicht wiedergeboren. Das wurde ihm einfach nicht gestattet. Es gibt die Legende oder die Textfragment, dass er bei der letzten Schlacht wieder zurückgeschickt wird und letztendlich die Silmaril Yavanna. Zu den Silmaril ist auch halt sehr interessant, dass, also gerade zu den Silmaril merkt man noch eine Charaktereigenschaft von Feanor. Wie soll man sagen? Er hat sie geliebt und zwar übertrieben. Er hat zum Beispiel schon, Leute wurden schon von ihm geneidet, wenn sie die Silmaril nur angeschaut haben. Wo die Valar ihn gebeten haben, dass er doch, also wo sie noch nicht wussten, dass sie gestohlen wurden, wo ihn die Valar gebeten haben, dass er doch einen Silmaril ihnen überlässt, damit sie die beiden Bäume wiederherstellen können, das Licht in ihnen wiederherstellen können, was ja von Morgoth und Ungoliant vernichtet wurde, hat er sich zuerst geweigert. Und danach wäre es gar nicht mehr möglich gewesen, weil danach haben sie erst erfahren, dass die Silmaril gestohlen wurden. Also Feanor ist, wie man merkt, ein sehr interessanter Elb, ein sehr mächtiger Elb, eben stark im Kampf, stark im Erschaffen von Gegenständen, aber er ist halt sehr stolz, er ist teilweise eifersüchtig, er ist nicht nachdenkend, also nicht wirklich. Gerade beim Sippenmord merkt man das, gerade auch bei den Streits mit seinem Halbbruder, wo er halt einfach auf Melkors Einflüsterungen hört, ohne die zu hinterfragen. Es ist, Feanor ist wirklich gerade charakterlich ein sehr kontrastreicher Elb, sagen wir es mal so. Und ja, also wirklich einen Kampf hat er halt nur den einen in der Schlacht um den Stern, in der zweiten großen Schlacht von. Ich glaube, die hieß Dagon Nupiriat, meine ich. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Die elbischen Namen sind ein bisschen schwierig, wenn man keine Vorlage hat. Ja, auf der anderen Seite haben wir Sauron, den zweiten dunklen Herrscher. Den hatten wir, wie gesagt, schon ein paar Mal. Deswegen muss ich auf den nicht ganz so lange eingehen. Sauron ist auch, also man sollte dazu sagen, Feanor ist halt auch nur im ersten Zeitalter präsent. Sollte man wissen. Sauron ist ja Morgoths mächtigster Diener, zu Morgoth übergelaufen, im ersten Zeitalter, ursprünglich ein Diener des Valars Aule, hat eben in Morgoths Auftrag zum Beispiel Tol-Sirion erobert und dann eben Tol-Ngauroth gemacht, der Insel der Werwölfe. Sauron ist auch ein Charakter, der kämpft selten. Wenn er kämpft, verliert er immer. Er kämpft im ersten Zeitalter, zum Beispiel eben gegen Huan und Lúthien, wo er sich selber in einen Wer in einen, nicht Werwolf, in einen normalen Wolf verwandelt, ist ihm aber nicht gewachsen, weswegen er sich danach in einen Vampir verwandelt und flieht. Im zweiten Zeitalter kämpft er gegen die Númenórer und gegen die Elben aus Eriador, nachdem er verführen konnte, die Ringe der Macht zu schmieden, wo aber sein Plan offensichtlich wurde. Da hat er sich den Númenórern nur scheinbar unterworfen, aber trotzdem, er hätte sie nicht können. Ja, und im dritten Zeitalter verliert er ja auch. Im zweiten Zeitalter, am Ende des zweiten Zeitalters, verliert er ja auch. Bei eben dem Kampf gegen das letzte Bündnis, wo er gezwungen ist zu kämpfen, wo sie eben Barad-dûr belagern. Da wird ihm ja der Ring abgeschlagen, den er eben vorher geschmiedet hat. Vorher, wo kurz nachdem er die Elben verführen konnte, die anderen Ringe zu schmieden. Und ja, im dritten Zeitalter kämpft er nicht wirklich. Also da können wir höchstens halt sagen, dass seine Armeen verlieren. Vor Minas Tirith zum Beispiel oder eben im Düsterwald. Und ja, Sauron ist halt, da wir vom ersten Zeitalter ausgehen, ein Formwandler, ein Gestaltwandler und er ist ein geschickter Manipulator. Wie gesagt, er konnte die Elben verführen, die Ringe der Macht zu schmieden. Er konnte in Númenor die Númenórer gegen die Valar aufhetzen, wegen dem Thema Unsterblichkeit.
Damit war er der ausschlaggebende Punkt dafür, dass die ins gegangen ist. Und im dritten Zeitalter war er über die Palantiri zumindest mächtig genug, einen Saruman auf seine Seite zu ziehen, ihn zu seinem Sklaven zu machen oder eben Denethor in Wahnsinn zu treiben. Was ja auch beides durch Saurons Einfluss war. Und man merkt Saurons Einfluss natürlich auch noch überdeutlich über den einen Ring. Also Sauron ist ein geschickter Manipulator. Er ist ein Formwandler. Wie gesagt, hat er eigentlich im zweiten Zeitalter die Fähigkeit verloren, aber wir gehen hier aufs erste ein, weil Fëanor auch nur im ersten Zeitalter präsent war. Und bei Sauron kennt man die Ausrüstung aus dem Film. Ein Streitkolben und eine schwarze Rüstung. Um jetzt zu einem Kampf zu kommen, das ist wieder ein sehr schwerer Kampf, finde ich. Rein rassenmäßig ist Sauron überlegen, weil Sauron ist ein Maiar, Fëanor dagegen nur ein Elb. Rein kräftemäßig würde ich sagen, ist ihm Fëanor überlegen. Weil, wie gesagt, Fëanor ist der geschickteste Schmied. Ja, Sauron ist natürlich auch ein Schmied, gerade bei den Ringen zum Beispiel. Ist Sauron auch eben talentiert. Aber Fëanor, glaube ich, übertrifft ihn. Mit den Silmaril zum Beispiel oder mit dem Palantiri. Und auch kampfmäßig würde ich sagen, dass Fëanor ihn übertrifft, weil Fëanor macht kampfmäßig keine schlechte Figur. Das, was ihn halt zu Fall bringt, ist sein Charakter. Und ich glaube, auch dieser Charakter, diese bestimmten Charaktereigenschaften von Fëanor sind das, was in diesem Kampf den ausschlaggebenden Punkt macht. Sauron ist, wie gesagt, ein geschickter Manipulator und Fëanor hat charakterliche Eigenarten, die Elben sonst nicht so haben. Gerade Neid, Eifersucht oder auch übertriebenen Stolz. Das kann Sauron ausnutzen. Sauron kann, wie gesagt, seine Gestalt wechseln. Könnte Fëanor eventuell verführen oder irreleiten. Man sollte dazu aber auch sagen, dass das nicht einfach wird, weil Fëanor hat einen sehr starken Willen, lässt sich nicht einfach in Anführungszeichen übertölpeln oder in die Irre führen. Wie gesagt, Rat nimmt er quasi nie an, Hilfe auch nicht. Deswegen, es wird sehr schwer für Sauron, Fëanor zu manipulieren. Morgoth zum Beispiel hat es halt auch nur einmal geschafft, Fëanor aufzuhalten. Gegen die Valar und gegen die Halbbrüder. Er hat es dann nochmal versucht, tatsächlich, weil Fëanor eben verbannt worden ist für die Geschichte mit seinem Halbbruder Fingolfin und für das Schmieden der Waffen, wo er noch nicht, also das war bevor die Silmaril gestohlen wurden. Und da hat Morgoth ihn eben nochmal besucht und hat nochmal versucht, ihn nochmal aufzuhalten. Und da hat er es nicht geschafft. Fëanor hat ihm da sogar die Tür vor der Nase quasi zu. Deswegen, das war unter anderem eins der Gründe, warum Morgoth sich dann verlegt hat auf heimlich die Silmaril stehlen. Ursprünglich hat er halt geplant, quasi sie offen zu bekommen, nachdem er halt Fëanor quasi unter seiner Fuchtel hat. Aber der Plan ist eben nicht aufgegangen. Also, worauf ich hinaus will, ist, Sauron wird es sehr schwer haben, Fëanor zu verführen. Wenn er es schafft, würde ich Sauron den Sieg geben. Im direkten Kampf würde ich Fëanor den Sieg geben, weil er, wie gesagt, ein sehr mächtiger Elb ist, nicht irgendeiner, der geschickteste der Noldor-Elben, weil halt beide sehr früh im ersten Zeitalter geboren wurden. Also, was heißt geboren? Sauron ist ja als Maiar auf die Welt herabgekommen. Und Fëanor wurde zumindest sehr früh geboren. In Valinor. Und ja, es ist halt, also kämpferisch ist halt sehr, sehr schwierig, weil die Kämpfe, die beiden Charaktere haben, verlieren sie. Sauron eben mehrfach. Einmal gegen Lúthien und und Huon, einmal gegen im zweiten Zeitalter gegen den letzten Bund und gegen die Nora. Im dritten Zeitalter dann zu einem Willenskraftkampf über den Palantir Aragorn. Vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Was vielleicht auch interessant ist, ist, dass Sauron einen Kampf gewonnen hat tatsächlich in Tol Ungaroth. Das war aber nicht direkt ein Kampf. Das war ein
Man könnte es Wettsingen nennen. Also es war ein Kampf im Gesang gegen Finrod, auch einen sehr mächtigen Elben. Das war auch der Grund ursprünglich, warum zum Beispiel Beren in Gefangenschaft geraten ist. Also Beren und Finrod und ein paar Elben sind eben nach Tol N'Gauroth und haben sich erst als Orks getarnt. Finrod hat ihnen halt mit seiner Magie quasi Orkgestalt gegeben. Und Sauron hat das erst nicht durchschaut. Er hat sie nur dann erst gestellt, weil sie nicht Meldung gemacht haben, wie es sonst bei den Orks üblich war. Und danach gab es eben einen Gesangswettstreit zwischen Sauron und Finrod und den hat Sauron gewonnen. Deswegen wurden halt die Elben eingekerkert mit Beren und nach getötet. Bis auf Beren alle. Weswegen dann eben auch Huon und Lúthien kamen. Aber das nur am Rande. Also Sauron ist im Gesangswettstreit, also im geistigen Wettstreit, nicht der schlechteste. Könnte halt für den Kampf gegen Fëanor auch interessant sein. Mein Fazit wäre, dass ich ganz knapp Sauron den Sieg gebe, weil er, wie gesagt, ein geschickter Manipulator und ein Gestaltswandler ist, was beides Fëanor nicht weiß, weil er meines Wissens mit Sauron nichts zu tun hatte. Mit Morgoth ja, mit Sauron nein. Fëanor würde ich im Direktkampf als stärker einschätzen, aber wie gesagt, sein Charakter ist das, was für mich hier den ausschlaggebenden Punkt macht. Und ja, es geht jetzt auch schon über 20 Minuten, geht eine Weile. Ich bin leider bei der Folge, wie ihr merkt, ein bisschen verplant. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alles jetzt genannt habe. Es wird auf jeden Fall kein leichter Kampf zwischen den beiden. Aber letztendlich, aufgrund von Fëanors Charakter, würde ich Sauron als Sieger, als knappen Sieger einschätzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ich irgendwas vergessen habe oder sonst irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche sind, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, später kommen, wie gesagt, noch die drei Let's Play-Folgen. Bei Hidden muss ich halt wegen dem Ton gucken. Der wurde bei der letzten Folge nochmal genannt, dass man mich halt immer noch da kaum noch hört. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Ansonsten, ja, werden wir uns dann später, wenn ihr möchtet, natürlich wiedersehen. Und somit Lehrerfall klappt dann natürlich in einer Woche wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.